Münzen. Und eine fucking Uhr. Wie geht's dir rüstungstechnisch? Bombastisch. Hä? Wo hab ich denn jetzt? Wir können weiter, wenn du magst. Schrittzähler. 14.000 Schritte haben wir schon gemacht. Wen's auch juckt, ne? Warte, hast du ja hier immer noch Pedometer bei mir? Ich hab Englisch. Aha, da hast du Pedometer, geil. Wo hab ich denn jetzt eine Uhr? Ich hab gar keine Uhr mehr. Ich hab knapp 20.000. Was? Ja. Warum hab ich denn so wenig? Wo ist denn die Uhr? Ich hab da keine Uhren mehr. Das gut, erklärt halt auch deine... erklärt deine Frisur, wollte ich sagen. Was? 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 Hä? Fußspur? Ah! Ich mag nicht Türen, die... Ich mag nicht Türen, die aufgehen, ohne dass ich sage, dass sie aufgehen sollen. Warum ist doch bei dir im Heim nicht anders? Meinst du, ich wohne in einem Supermarkt, oder was? Ja. Magst du kommen? Wäre die falsche Richtung. Musst du nicht heran? Achso, nee. Hier wäre man ursprünglich rausgekommen, oder? Richtig, du bist so clever. Ja, dann will ich da jetzt gucken, was da drin gewesen wäre. Wenn wir das Spiel legitim gespielt hätten. Ja. Also hier ist ein Hubschrauber, bitte alle immer reingehen. Oh, hier ist das Katana. Nein, hier ist ein Schwert. Machete. Wenigstens etwas. Wollte gerade sagen, sonst wäre das ja im Flugzeug, wäre das ja echt doof gewesen. Aber wenn du das gerade sagen wolltest, wirst du das dann gesagt haben oder willst du das gerade sagen, weil du schon nicht gesagt hast? Du bist genauso anstrengend wie Warriors Toys. Hier ist die Machete, hier in der Ecke. Oh lol, voll versteckt, Mann. Ja. Was hat denn das für Werte? Beschießen. Nee, aber der Speed interessiert mich. Speed? Der Speed ich kannst du ja noch mit Feder noch mal aufspeeden. Ja. La da da. Dann gehen wir mal in den Tunnel rein. Sag mir nicht, was ich tun soll. Du mir folgen, unauffällig. Okay, das ist okay. Ich hatte doch noch Uhren. Du wurdest ausgeraubt. Voll. Die sind dann immer hier, glaube ich, ne? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was willst du jetzt von mir? Lass mich hier reingehen. Taucher, Sauerstoff hast du voll? Alter, lass mich mal gucken. Jos. Nö, oder? Also ein bisschen über die Hälfte brauchst du, sowas. Ja, dann müsste ich das ausrüsten, weil gerade hat er das bei mir nicht angelegt, als ich unter Wasser war. Einfach nur auf die Druckluftflasche und dann benutzen drücken. Dann pumpt er besorgt. Du soll das Bedienungsanleitung schreiben. Ja, richtig. Oh, los geht's. Lol. So, ja. Aber warte, der... Warum zieht der Trottel bei mir nicht das Atemgerät an, Mann? Für mich eine ganz neue Erfahrung, weil weiter habe ich noch nie gespielt. Hui. Dreimal. Mir ist schon klar, dass ich da immer drauf rumreiten werde, dass du das Spiel nicht mal legitim durchspielen konntest. Passt legitim, ich war hier schon dreimal da, ganz normal. Ich hab dich aus den Augen verloren, wo bist du? Einfach eh runterdrücken, da ist so ein Loch. Gib dir gleich ein Loch. Ich würde ja gerne auf dich warten, aber sauerstofftechnisch, ne? Hier ist das Loch. Geht mir öfters so, tut mir leid. Okay. Ah. Ja, das sieht auch recht eindeutig aus, wo es hingehen soll. Ne? Ja. Gibt nur eine Richtung. So. Jetzt warten wir aber. Und gibt nur eine Richtung und zwar nach vorne. Nach vorne. Aua.
Oh, okay. Nett. Da kommt er ja, der Hühnerschräger. Der Hühnerschräger. Als ich vorhin runtergesprungen bin und realisiert habe, dass du Blepp schon nach unten bist, da dachte ich echt jetzt, Alter, wie soll ich an den Stuff wieder rankommen jetzt? So ging es mir ja auch mal. Das ist keine schöne Erfahrung. Nö, nö. Oh, hier ein Blättli. Blättli. Blattl. Du darfst vorauslaufen. Was ist denn hier alles Stuff, du? Erstmal alle Ecken an. Habe ich. Nee, ich. Also. Das sieht hier ganz natürlich aus. Oh. Der Stein ist auch echt. Und? Hier unten sind Stöckchen und Bilder, die man hier aufheben kann. Du verarsch mich. Nee, Tatsache. Warum sollte ich dich verarschen? Weil du das sonst immer machst? Wenn ich dich trollen möchte, dann merkst du das. Okay, sehr gut. Alter, hör auf mit dem Bild angucken und kämpfe! Was für ein Bild hast du denn jetzt? Ja, hier vorne ein Bild, ne? Ich kann voll schnell zustechen. Da. Bissi. Keycard. Okay, sehr schön. Sag mal. Geht's noch? Da war aber mutig, der Jung. Ja, gut, dass ich den auch nicht gepimpt habe. Machete gefällt mir nicht. Von hast du eine Keykarte aufgesammelt? Ich habe eine und ja, wenn wir die andere bekommen, dürfen wir uns mal Gedanken drüber machen. Ach so, weil du über Keykarten redest, dachte ich, du hättest eine gelootet. Nee, die war auf dem Bild drauf, auf dem Polaroid. Ja, das konnte ich nicht so genau angucken, weil mich da gerade angefallen wurde. Okay. Oh, die Knochen sehen auch gruselig aus. Ich bin mehr auf die hässliche Fresse hier fokussiert. Wenn die überhaupt, wenn es überhaupt Knochen waren. Was geht hier so? Was bist du? Ein Holz. Ein Holz, ein Blattl. Ja. Also da im Wasser ist nichts. Hi. Hi. Oh. Alle Wege führen nach oben, du. Jo. Was geht hier? Wusstest du, dass jeder Kontinent mindestens eine Stadt hat, die Rom heißt? Die Rom heißt? Jo. Das ist interessant. Kann ich mir aber sehr gut vorstellen. Da guck mal. Ah. Wollen wir uns das angucken? Hier, AMSI Breakout. Gucken wir mal. Oh, lol. Kälte geht mir ein bisschen auf den Keks. Das sieht man, wie ein Cthulhu ausbricht. Geil. Sieht man, wie die normalen Zivilisten überhaupt nichts können. Wir machen die Cthulhu zum Spaßblatt. Ach, das, du hast Ding. Ja. Wie macht man das an? Also du musst die Kassette mit dem Video, mit dem Camcorder kombinieren und dann angucken, ausrüsten. Okay. Das lief ja super. Jo. Die hätten sich ein bisschen professioneller verhalten können. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen mehr, ne?
weiter. Oh, jetzt müssen wir hier wieder hoch. Wow, echt? Jetzt müssen wir ja runterrutschen mit dem Seil, damit man hier hochklettern kann. Hast du die Flare Gun hier gezogen jetzt? Ja, ja. Nee, ich habe normale Flares geworfen, einfach damit man ein bisschen was sieht. Runter. Heieiei. Du kannst einfach E drücken, dann lässt du los. Ja, wollte ich, aber irgendwie hat er sich noch ein bisschen gebaggelt. Jetzt red ich nicht aus. Okay, es tut mir leid. Och, voll schön mit den Kerzen. Warum können sie nicht jede Höhle mit solchen Kerzen ausstatten? Weil man das hier Mimose nicht wegmachen muss. Ja. Du bist der Mimi. Ja, das stimmt. Aber du hackst immer drauf rum. Das würde gar nicht so auffallen, wenn du das nicht sagen würdest. Oh, oh, Freunde. Freunde, kann man nicht. Warte, ich schick dir mal eine Freundschaftsanfrage. Du meinst auf Steam? Ich bin gespannt, wie die da heißen. Naja, Fotzenbuck natürlich. Fotzenbuck. Bleib doch mal stehen. Wo ist er? Thomas, ich glaube, der zuppelt noch ein bisschen. Ja, ich wäre sehr zufrieden, wenn wir vielleicht ein Feuerchen machen. Hier ist nämlich arschkalt. Habe ich doch vorhin als einen Camcorder gemacht. Ah, angeguckt hast. Ah, du hast. War direkt neben dir. Alter, geht's dir noch gut? Ich glaube, den geht's mehr als gut, wenn er dich so enthusiastisch angeht. Kann doch nicht wahr sein. Stopp. Los ins Feuer mit dir. Der stand mit halbem Körper drin, warum brennt er? Das sagt nicht. Los, komm wieder her. Schnauze. Die brennen gar nicht richtig. So, jetzt. Ist ja noch einer, wenn wir schon nämlich gerade was machen. Ich brauche ein bisschen Stress hier. Komm. Ist keiner mehr da. Ja, alles gut. Wie geht's deinen Rüstungen? Eine Knochen habe ich noch. Alles im grünen Bereich. Eine Knochen hast du noch? Jo. Soll ich dir was geben? Erstmal gucken, was wir hier rausbekommen, ne? Damit kann ich mir wieder zwei oder dreimal. Okay. Aber wenn du über hast, nehme ich gerne was. Da gebe ich dir gerne was. Kurz Momento. Komm mal hier, weil du immer so lieb bist zu mir. Meinst du, ich sage jetzt danke, du Furzenbärt, oder was? Danke wäre okay, aber ich weiß. Nix gesagt, ich lobe nur. Das passt so gut, weil du so lieb zu mir bist. Was hast du gesagt, du Pischnacke? du Sack. Mir geht so langsam die Nahrung aus. Wir hätten uns vielleicht nochmal so ein... Also wenn wir nächstes Mal einen finden, ne, mal Arme, Kopf abtrennen und so Späße. Oh, Kopf abtrennen. Liebe Mama, wenn du das siehst, es tut mir leid. Ich schenke dir Müll in die Regel. So. Ja, genau. Oh, danke. Warte, ich möchte meine Axt hier auf dem Rucksackslot haben. Und zwar auf die 3. Danke. Was geht hier so? Rotes Licht. Oh, ich glaube, die Kisten, die haben hier gar nichts. Da ist die Hoffnung aufgeben. Trinken. Da hinten sind wieder zwei Typen. Die spazieren gerade im Wässerchen. Im Wässer, ne? Ja, die haben mich schon gesehen. Grüß dich. Also da, wo ich herkomme, sagt man wenigstens Grüß Gott. Wie er den einen umnietet? Hast du das gesehen? Fett. Boah, was hat denn der für einen Kopf? Mein Junge, du siehst nicht mehr gesund aus. Guck mal, der hat sich das... Das sieht ein bisschen aus wie Gollum. Strange. Ich trage den mal zu unserem Lagerfeuer und dann gibt's Happa Happa. Sehr gut. Freut mich. Ich find's immer so toll, wenn du für uns kochst. Den einen hat er einfach weggesnackt. Den kann ich auch gar nicht mitnehmen. Ich glaube, das ist wie
Alter, was bist denn du für einer? Bei mir sind zwei Gäste. Wie sind denn die an dir vorbeigelaufen, ohne dass du es gemerkt hast? Ich habe die nicht gesehen. Soll ich helfen? Ich merk das. Nee, alles gut. Gibt's Happa Happa. Nette Höhle. Pass auf, hier laufen noch zwei rum. Ah, da hinten. Hey! Bleib stehen. So. Der ist vor mir stehen geblieben und hat Zar gesagt. Zar? Ja, das Spiel mochte ich früher. Zar, Schlacht um die Krone. Okay. Jo. So. Sollen wir die zwei auch noch mitnehmen? Jo. Jo, wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, denn schon. Wenn man gegen richtige Menschen Krieg führen müsste, dann müssen wir uns ja um Nahrung und um die Öko und Infrastruktur und Ökosystem und alles Gedanken machen. Aber die versorgen uns immer mit Essen. So, in die Arschbacken rein. Oh, oh, oh. Okay. Mir ist gerade ein Fuß abhanden gekommen. Kann man eigentlich auch die Arme abtrainieren? Ne? Ja, klar. Ah, herrlich. Ich habe schon zwei Bändchen ins Feuer gelegt. Sehr schön. Mit Karotten? Nee, die haben ja keine Geschlechtsorgane. Das stimmt auch wieder. Das stimmt. Jokihawk, danke für den Follower, danke! Du lernst einfach nicht dazu, oder? Warum? Weil ich nicht lesen kann. Nee, danke für den Follow. Er ist ein Follower. Danke. Ben, ich liebe dich auch. Er versteht mich schon. Nee. Dein Bademantel ist leicht rot. Ach, das muss so. Das ist so. Das ist, weil ich immer beim Baden zur Frau werde. Super. Wunderschön. Weiter wunderschön. Dann latschen wir mal weiter. Ja, lass mal hier links komplett abchecken, weil rechts geht's definitiv lang. Jo. Boah. Eine kleine Theorie am Rande. Wenn wir jetzt hier Dynamit geschmissen hätten, wäre das dann doppelt so hoch in die Luft geflogen? Weil wir haben ja dann Dynamit auf Dynamit geschmissen. Nee, Dynamit explodiert nur, wenn du das direkt anzündest. Das ist wie mit Plastik gesprengt.